Hallöchen, liebe Zuschauer, zur 67. Folge an diesem wunderschönen, was war auch, was weiß ich, für einen Tag, weil ich nehme das im Voraus auf. Wir haben den 9.3., 8.13 Uhr. Bei uns ist wahrscheinlich schon fast Ende März. Wenn ich das richtig habe, irgendwas mit dem 20. 22. März so um den Dreh, ne? Auf jeden Fall willkommen, ja, als frisch gebackener Sieger des weltbekannten Pokals gehen wir jetzt in die letzten 4 Partien. Und ja. Dann wollen wir mal vielleicht noch ein paar Punkte machen. Wir haben 8 Punkte Vorsprung. 12 sind noch zu vergeben. Mal gucken, ob wir vielleicht heute sogar den Klassenerhalt klar machen können. Das wäre auf jeden Fall wunderprächtig. So. Zack. Du brauchst eine Pause, obwohl du eine ganze Woche lang kein Spiel hattest. Das ist natürlich auch super. Hey, Öscher, danke schön für dein Follow. Die Nummer 508. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So. Nathan, da haben wir Steffen. Tom White. Kriegt eine Pause auf jeden Fall. Klar, nehmen wir mal den Star zu Switch. Den haben wir noch nicht verkauft. Also lassen wir ein bisschen spielen. Vielleicht wird er dann interessanter für den Rest. Mal kurz gucken. Ja. Tom White kann erstmal komplett raus. Sind ja jetzt nicht mehr so wichtige Spiele, sind wir ganz ehrlich, ne? Auf geht's. Und sage ich mal so, da ich streame so früh, dass ich glaube, wenn ich das richtig sehe, der einzige FM-Streamer gerade bin, der live ist. Zumindest in Deutschland. Da sagt vieles aus. Ne? Alle anderen sind noch am Schlafen oder machen was Vernünftigeres wie Arbeiten, Schule und ich. Streamen. Oder habe ich mich gerade aus Versehen? Ach, jetzt bin ich wieder live. Sorry, ich war kurz nicht live. Aber ich müsste es doch jetzt wieder sehen. Hallo? Hä? Bin ich gerade nicht mehr live? Was ist denn euer Problem? Herr Internet. Ich bin doch live. Nein, bin ich nicht. Warum auch immer. Ah, ist auch noch ein Gegentor. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, jetzt bin ich wieder da. Das funktioniert aber, dafür ist jetzt hier ein Gegentor gefallen. Jones ist verletzt. Ja, das werden wir natürlich nicht riskieren. Wir tun Lloyd Isgrove. Der ist rechts. Fuß. Flügelspieler. Passt. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die für ein Problem haben in der Liga auf einmal. Ne? Seit fast 10 Spielen. Wollen die einfach nicht mehr. Haben die einfach keinen Bock? Die haben einfach keinen Bock? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wie weit wir da unten abgerutscht sind. Wir waren teilweise auf dem Playoff-Platz. Und jetzt habe ich gerade gesehen, haben 16 Punkte Vorsprung. Rückstand. Warum es so gezeigt hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir 60 Punkte Vorsprung. Rückstand. Nacht durchmachen ist nicht immer sehr gut fürs Sprachzentrum, vor allem bei mir. Vielleicht kommt da jetzt mal eine gute Aktion von uns. Naja, aber ich sag trotzdem, die Saison noch zu Ende bringen und nächste Saison greifen wir richtig an. Da werden wir nicht 16er, da werden wir 15er. Naja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie wir
was für Transfers wir so schaffen. Das war schön gespielt, aber abseits, ne? Ja. Hätte ja sein können, dass es klappt. Hätte ja sein können. Okay, jetzt sind es 14 Punkte, aber. Ne? Ich schau, Raphael. Ich auch. Okay, jetzt zeigt die Chatbox wieder zweimal den Chat an. Okay. Muss ich mal kurz ausmachen, gleich wieder neu aktivieren. Bieren. Einfügen. Vielleicht funktioniert es ja jetzt wieder. Aber ihr seht, ich reg mich jetzt gerade nicht mehr so auf, dass wir Gegentor kassieren. Ändert jetzt nicht viel. An der sehr guten Saison. Wir hatten nie Probleme mit dem Abstiegskampf. Waren nie da verwickelt. Das Gefühl, dass wir etwas zu weit oben stehen, oder? Beziehungsweise zu hoch stehen. Mal kurz einen Test, ob es wieder geht. Auch immer noch doppelt. Was ist denn los mit der Herr-Chatbox? Herr-Chatbox. Ist es denn wahr? Wow, das sind ja tolle Angriffe von uns. Jetzt aber Giovanni Brown. Isgrove, der kann gut flanken. Ist ein Offensivspieler, passt noch besser. Ich habe das Gefühl, dass die auch einfach mental die Spieler, die Liga schon seit langer Zeit komplett einfach aufgegeben haben oder zumindest so halbherzig reingehen. Wie viele Spiele sind wir jetzt ohne Sieg in der Liga? Viele. Haben sogar jetzt geschafft, eine Minusdifferenz zu haben. Das funktioniert ja jetzt. Testö. Haha, nur noch einmal. Nicht mehr doppelt. Problem gelöst. Bei Technikfragen auf jeden Fall nicht Dentofrage. Digga, ist meine Güte. Drei Partien noch. Der Raphael will immer noch Schokolade. Jetzt will er Eis und Schokolade. Meine Güte, bald würde er alles haben. Und ich bin schuld. Das wirklich ist aber auch teilweise miserabel, was die da machen, ne? Muss man einfach sagen. Das ist immer noch dieselbe Taktik. Ist dieselbe Taktik. Ich auch, Raphael. Döner geht immer. Ja, auch wenn wir die letzten drei Spiele verlieren. Wir würden nicht absteigen, aber es nervt mich ein bisschen, dass wir so nah dran kommen. Das stimmt, Kevino. Man muss sich den alle Lebensmittel der Welt kaufen.
Aber wie ich mich kenne, ich würde dich selber wegfressen. Aber ich bin ja von Natur aus pleite, also. 0 minus 0 ist 0. 7 Siege ohne Sieg. Ja, super. Bald kommen wir zum Meister. Die werden wahrscheinlich sogar 100 Punkte schaffen. Wir sind noch immer nicht sicher in der Liga. Und spielen jetzt zu Hause gegen Plymouth. Ah, geil. Ne, für den, an einem Tag 20 Stück. Doch nicht nur für den Sommer. 20 im Sommer. 3 zum Frühstück. Locker. Würde ich locker schaffen. Geht draußen jetzt gerade der Müllwagen, deswegen könnte es sein, dass man den gerade ein bisschen hört. Da merkt man, glaube ich, die Uhrzeit, wo ich es aufnehme. Wenn der Müllwagen gerade den Müll abholt. Ja, ist doch gut jetzt. Ich muss hier arbeiten. Ja. Da kommt die eine Tonne, pack die noch rein. Ja, ist doch. Ja, ihr habt viel zu tun. Könnt ihr mal wegfahren? Dankeschön. Ist doch geil, Raphael. Muss ich bei der Ausbildung auch hin und wieder mit einem anderen Azubi hinfahren und für alle Mitarbeiter Döner holen. Oder andere Sachen, Lachmajun und so weiter. Kommen man teilweise 20 Sachen, auch so 15 bis 20. Da haben die sich immer gefreut, wenn die uns gesehen haben. Haben direkt eine Liste bekommen. Bei jedem, was der haben will, etc. Man sagt ja, in Wuppertal ist der beste Dönerladen in der ganzen Region. Also man sagt sogar vielleicht sogar in ganz NRW. Dann würde ich. Es kommen Leute aus Düsseldorf nach Wuppertal für einen Döner. Bestimmt lange. Bestimmt sehr lange, Raphael. Komm, die 2 Tage könnt ihr jetzt doch mal hier weitergehen. Ne? Nicht? Einen wunderschönen guten Morgen an den guten Mikkelsch. Oder Mikkelsch. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Bestimmt musst du jetzt auch gleich zur Arbeit oder zur Schule oder was auch immer. Aber vorher guckst du noch kurz bei mir rein. Vielen, vielen Dank. Machen zumindest alle anderen, deswegen bezichtige ich dir, dich mal auch mal. Dessen. Ja gut, Raphael, da kriegt man ja meistens so Tüten, ne? Also 17 Döner kann man eigentlich so gut tragen. 17 XXL-Pizzen. Da hätte ich gerne gesehen, wie du die so trägst, ne? So wie so einen schlechten Film. So, Tom White ist wieder fit. Mittlerweile hat er 4 Sterne bei uns, aber der ist ja auch, ich sag ja immer wieder, unfassbar, wie er sich entwickelt. Und das bei nicht unbedingt den besten Trainingsbedingungen, die wir haben. Moment, Kevin, ja, muss mal kurz gucken. Kommt nicht, ne? Doch, doch. Mittlerweile ja, genau. Ich habe von Steam. Aus dem Steam Workshop, ich muss ja gerade überlegen, wie das richtig ausgesprochen wird. Das runtergeladen. Da es im Steam Workshop ist, habe ich es mir mal gegönnt. Geht ja zackig. Ist doch schön, Raphael, ein bisschen Sport in der Schule. Hoffentlich hast du gut Trinkgeld genommen.
Oh, Muay Thai für Ghana. Wurde der irgendwie nominiert? Beziehungsweise hat er jetzt den ghanaischen Pass als erstes angezeigt, also die Nationalität. Interessant. So, jetzt, wo die das lernen, wird das ja auch immer eingespielter. Natürlich, die Position, Rolle, Aufgabe muss gelernt werden, aber da sind die ja gerade dabei. Das nicht, ne? Aber in der Schule, so schön früh am Morgen. Ist doch gut, ne? Hast du schon mal einen Soll erfüllt für den Tag? Auf geht's, zwei Wechsel, Delaney und White drin. Zwei unserer Top-Spieler sind dabei. Also vielleicht plus ein Heimvorteil gegen Plymouth Argyle. Vielleicht klappt es ja dieses Mal mit einem Sieg. Mittagspause, also in der Schule. Ist das so eine Schule, wenn man eine Mittagspause hat? Oder gehst du nicht zur Schule? Hat da nicht irgendwo Schule? Ah doch, in der Schule. Okay. Ich war in meinem Leben noch nie auf einer Schule, wo es Mittagspausen gibt. John Zimmer an Delfonaser. Steffen Tigges. Schön auf Jones. Was ist denn mit meinem linken Monitor los? Der ist so unglaublich schmutzig. Ich hatte doch nicht so mit Trinken geworfen. Boah, das ist ja für mich Horror. Ja, für Nachmittagsunterricht, ne? Zum Glück hatte ich sowas noch nie. Ich würde direkt zu meinen Eltern gehen und sagen, nein. Andere Schule. Nicht mit mir. Lindsay, schön durchgedribbelt. Delfuneso. Steffen Tigges. Gute erste Halbzeit. Aber immer noch 0-0. Stand jetzt hätten wir den Klassenerhalt geschafft mit dem einen Punkt. Ich will aber nicht nur den Klassenerhalt schaffen, sondern auch mal wieder einen Heimsieg. Schön gespielt auf Tickets. Gerade noch so. Das war eine super wichtige Gerätsche. Doch, Raphael, später sagen die meisten. Also in der Schule sagen immer alle, nee, Schule ist scheiße, aber wenn die Schule vorbei ist, dann sagen auch, nicht alle natürlich, aber viele auch, die sehen sich wieder in die Schule. Das war ein interessanter Versuch von Delfoneso. Okay. Hätte auch eine normale Flanke machen können, aber nein. Es muss ja in die Geschichtsbücher eingehen, seine Flanke. Delfoneso, Steffen Tigges, meine Güte, jetzt macht doch mal ein Tor. Oh. Komm. Dennis, mein Namensvetter. Zeig, was du kannst. Cooper. Wenn wir das Spiel verlieren, ne? Bin ich sauer. Jevenny Brown mit dem Außenriss, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, okay. Die schwierigen Chance, die machen wir rein. Wann ist der Außenriss?
Ja, war nicht schlecht. Sehr schön, sehr schön. An den Herrn Brown. Ich danke Ihnen. Jetzt zu zwei Schüsse in den zweiten. Läuft doch. Aber jetzt direkt die Gäste mit der ersten wirklichen Chance. Natürlich kommen die jetzt hier zum Zuge, ne? Cooper und direkt der Ausgleich. Oh, meine Güte, was war das denn für ein Block, ich glaube, von Delaney. Sehr gut. Sehr geil. Da grätscht er einfach den Ball aus dem Tor praktisch raus. Ja, super. Na super. Auf einmal können die kein Fußball mehr spielen. Auf einmal. Ganze Zeit über überlegen. Oh, wir machen das 1-0. Unglaublich. Und jetzt? Ja, nichts mehr, ne? Ich hoffe wirklich, dass die nächste Saison nicht genauso sein wird wie die letzten 10, 15 Partien in der Liga. Dann hätten wir dann wirklich ein Problem. Aber das mit der Arbeitserlaubnis macht mir halt, bereitet mir halt schon große Sorgen. Ich weiß nicht, ob ich da genug Leute finden kann. Es fallen auf jeden Fall viele, viele Spieler weg. Schöne Grätsche von Delaney. Langer Ball auf Tigges, mach ihn. Ach, der hat schon einen guten Abschluss. Also nicht die Fähigkeit selbst, ich schütze nicht so hoch. Ordentlich, aber er haut da häufig mal gute Schüsse raus. Das allemal. Es wird wieder kein Sieg, ne? Es wird wieder kein Sieg. Oh, komm, ne, sehr gut. Du auch mit den Außenriss? Nein. Ach, Mann. Ja, jetzt am besten noch verlieren. Ich weiß nicht, wie wir teilweise schon gedacht haben. Oh ja, Playoffs? Ja. Könnten möglich sein. Auf jeden Fall. Also. Ich glaube, was auch eine eventuell interessante Lösung für uns sein könnte auf dem Transfermarkt, wären Laien, weil Laien von Spielern, die in Großbritannien schon sind. Oh, Tigges. Schön. Weil die haben schon die Arbeitserlaubnis. Die könnte man natürlich holen. Allgemein alle Spieler, die in England sind, ne? In Großbritannien. Komm, Lee, jetzt aber in die Mitte.
schneller spielen. Naja. Wieder kein Sieg, aber dafür haben wir den Klassenerhalt wohl geschafft. Gucken wir mal kurz. Vielleicht haben wir dann schon die neuen Budgets. Klassenerhalt ist geschafft, genau. Wir machen den Klassenerhalt dingfest. Gut, hat sich nun nicht viel verändert. Naja. So, das war's dann. Morgen, übermorgen geht's dann weiter mit den letzten beiden Ligapartien. Vielleicht gibt's da noch zumindest einen Sieg. Bis dann.